Hallo Menschen, heute möchte ich euch fünf Comics vorstellen, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Ich habe schon mal so ein ähnliches Video gedreht, das ist zwar noch eins meiner allerersten Videos hier mit auf diesem Kanal, aber ich möchte es trotzdem verlinken, weil ich da unter anderem meinen allerliebsten Comic überhaupt vorstelle und dementsprechend ist mir das auch noch sehr, sehr wichtig. Heute kommen fünf andere und es geht los mit einer Science-Fiction-Geschichte, nämlich Descender. Das ist erst die erste Volume, das heißt, es geht noch weiter und die zweite ist noch nicht mal erschienen, das heißt, man könnte jetzt noch frisch einsteigen. Und hier befinden wir uns in einer Welt, in der eigentlich schon mal Roboter entwickelt und auch in den Alltag integriert wurden, also eventuell für ältere Leute als Begleiter oder auch für Kinder oder dann natürlich als Arbeitskräfte für einfach Arbeiten, die zu schwer für Menschen sind. Und eines Tages tauchten dann aber urplötzlich riesengroße Roboter von mehreren Planeten auf. Also wir befinden uns auch in einem Universum, in dem sich die Menschheit und andere Rassen eben schon weit verbreitet haben. Und diese riesigen Roboter stehen, schweben da eine Weile rum, bis sie dann die Menschheit attackieren. Und aktuell befinden wir uns dann in der Zeit danach, in der dann eben auch die normalen Roboter, die damit eigentlich nichts zu tun haben, die die Menschheit auch nicht angegriffen haben, zerstört werden. Einfach weil die Menschheit natürlich das Vertrauen in die Roboter irgendwie verloren hat. Das heißt, es gibt nur noch ganz wenige. Einige werden dann auch in solchen Arenen halt einem Kampf auf Leben und Tod ausgesetzt. Und unser Protagonist ist ein kleiner Roboterjunge, der da plötzlich so auf einem abgelegenen Mond erwacht, auch aus einem bestimmten Grund. Und jemand stellt fest, dass er quasi so denselben Programmiercode hat wie diese riesigen Roboter. Und daraus entspinnt sich dann eben unsere Geschichte. Was ich hier unbedingt als erstes anmerken muss, ist der Fakt, dass die Zeichnungen wunderschön sind. Es sind Wasserfarben und wir haben auch keine so typischen klaren schwarzen Linien drumherum, die eben alles abgrenzen, wie man das recht oft in Comics hat, sondern es sind alles sehr, sehr weiche Farben, weiche Übergänge und das gefiel mir so, so gut. Es ist einfach schon das reine Durchblättern ist ein reiner Augenschmaus, meiner Meinung nach. Und ich finde es auch so schön, dass man diese Geschichte, die ja eigentlich doch einen ganz schönen Actionplot hat, die man halt so, sag ich mal, auf eine ganz typische Art und Weise erzählen könnte, dass man das eben nicht tut, sondern diese weichen Farben benutzt. Und ich werde mit diesem Comic definitiv weitermachen. Es ist zwar in diesem Teil noch so etwas einleitend, aber ich habe die Charaktere schon lieb gewonnen und wir haben so ein riesengroßes Universum mit ganz vielen verschiedenen Rassen, die hier erstmal nur so angedeutet wurden. Es gefällt mir sehr, sehr gut. Aber am meisten mag ich halt wirklich, dass man, obwohl es so einen gewissen Action-Plot drumherum gibt und dass natürlich immer etwas passiert, das Ganze trotzdem eher so eine melancholische Stimmung hat. Das gefiel mir so sehr. Und da spielt halt auch die Zeichenart damit rein. Ganz tolle Verbindung, meiner Meinung nach. Und dann gehen wir in eine ganz andere Richtung, nämlich Just So Happens. Das ist ein Comic, der in einem Band abgeschlossen ist und der spielt auch ganz normal in der Realität. Wir haben eine weibliche Protagonistin, die inzwischen in London lebt, aber ursprünglich aus Japan kommt. Und zu Beginn des Buches bekommt sie halt die Nachricht, dass ihr Vater verstorben ist, weswegen sie zurück nach Japan kommt. Es ist jetzt nicht ihre erste Rückkehr nach Japan, sie hat jetzt nicht den Kontakt zu ihrer Familie irgendwie so abgebrochen, sondern kam immer mal wieder, aber das ist halt jetzt nochmal der besondere Anlass. Das heißt, es gibt kaum Handlung, sondern es geht mehr um die Gedanken, die sie dabei natürlich hat und ihre Überlegungen drumherum. Insofern ist das sehr, sehr ruhig erzählt. Allgemein kommen natürlich solche Themen auf, wie die Erwartungen von Eltern an ihre Kinder. Sie denkt auch viel über die Beerdigungsrituale nach, die in dem Fall buddhistisch sind. Es geht natürlich viel um Kultur und Erinnern. Auch so darum, welche Traditionen man eben übernimmt und nicht und ob man sich aus manchen Dingen auch befreien will, obwohl sie gut gemeint sind und so weiter. Die Zeichnungen sind hier zum Großteil auch sehr schön, manchmal aber auch ungewöhnlich für mich. Es gibt Momente, da werden Charaktere nicht realistisch gezeichnet, was ich sehr, sehr selten eigentlich mag in Comics, oder dass im Hintergrund manchmal auch einfach ein paar Stellen weiß gelassen werden. Aber wenn man dann wieder umblättert, ist dann auch wieder eine ganz, ganz tolle Wasserfarbenzeichnung, die halt eine wunderschöne Landschaft hat und die Charaktere auch wirklich schön in ihrer Gestik und Mimik wiedergibt. Das heißt also zum Großteil schön, manchmal ein bisschen seltsam für mich eigentlich. Ich muss zugeben, dass ich von der Dicke her noch ein bisschen mehr erwartet hätte, bis ich dann mal festgestellt habe, dass es eigentlich genauso viele Seiten hat wie Descender, was ich euch vorher gezeigt habe, obwohl es halt doppelt so dick ist. Aber weil ich das so gesehen habe, dachte ich, es ist ja noch viel, viel mehr
drin eigentlich als im Descender, also muss doch da auch noch ein bisschen mehr drin stecken, also von der Tiefe her. Ja, das will ich euch eigentlich nur noch mal so als Warnung vorneweg geben. Es ist eigentlich genauso dick wie die anderen Comics, das heißt, es hat auch nicht viel mehr Raum, um da tiefer zu gehen. Es ist wirklich gut, aber ich hatte einfach noch so einen Tick mehr erwartet. Aber allgemein mag ich diese ruhige Erzählung und natürlich auch durch diese Vermischung dieser zwei Kulturen, was ich sehr interessant finde und wie halt ein junger Mensch da so seinen Weg geht unter den Erwartungen seiner Eltern und so weiter, das gefiel mir sehr, sehr gut. Dann geht es wieder in eine ganz, ganz andere Richtung weiter, nämlich mit Red Queens. Auch das ist erst die erste Volume, die zweite habe ich bereits bestellt, die ist aber noch nicht da und die dritte kommt auch demnächst heraus. Das ist eine Fantasy-Geschichte mit vier Protagonistinnen und zwar haben wir eine Zwergenkriegerin, eine Elbenmagierin, eine atheistische Todesquallenklerikerin oder dergleichen und eine Halblingsdiebin. Was ich von dem Comic vorher vor allem oft gehört habe, ist, dass es halt vor allem so für diese feministischen Themen so hoch gelobt wurde, also dass halt einfach überhaupt erstmal weibliche Protagonistinnen sind, dass die verschiedene Körperformen und Hautfarben haben und das alles sehr so sex-positive ist und ja, das ist es auf jeden Fall auch. Ich muss aber sagen, es kam trotzdem irgendwie so überraschend viel so Busen und Arsch vor, also in dem Sinne, dass da irgendwie ein bisschen wenig Rüstung manchmal war, also nicht bei allen, aber bei manchen, oder dass ich mir gesagt habe, sowas würde niemals jemand in der Schlacht anziehen oder halt im Kampf, so unpraktische Oberteile und dergleichen, oder sie tragen teilweise Absatzschuhe, also das waren halt so ein paar Sachen, wo ich mir dachte, ist vielleicht jetzt doch auch nicht so das Besondere. Ich muss aber sagen, dass das mich halt wirklich unterhalten hat, es ist wirklich mal so was Erfrischendes, es war auch humorvoll, es hat mich teilweise zum Lachen gebracht, es gab auch ein paar niedliche Sachen, obwohl es im Großen und Ganzen ist es nicht niedlich. Es ist sehr blutig, es ist auch sehr sexuell, also es ist jetzt nichts für kleine Kinder, nur weil es sehr bunt auf dem Cover aussieht. Und ich habe es halt schon genossen, einfach auch mal so eine etwas modernere Version einer epischen Fantasy-Geschichte zu lesen. Das hat es auf jeden Fall. Auch bei den Zeichnungen muss ich sagen, sie sind gut, auf jeden Fall. Aber es ist jetzt auch noch nicht so ein Comic, den ich jetzt vor allem wegen der Zeichnung empfehlen würde. Dass ich sagen würde, okay, die Geschichte egal, aber die Zeichnungen sind atemberaubend. Sondern es ist einfach gut, es macht sein Ding. Und vor allem Gesichter mochte ich sehr. Also sie hat sowieso, er hat eine interessante Art, Gesichter zu malen. Und vor allem, wenn sie dann halt verschiedene Mimiken wiedergeben, das gefiel mir sehr, sehr gut. Und allgemein, das ist halt so eine Empfehlung für was Lockeres zwischendurch, wenn ihr ein bisschen runterkommen wollt, wenn ihr was Lustiges wollt, aber nicht das Tiefsinnigste der Welt, sondern einfach was Schönes zwischendurch. Als Viertes kommt eine Empfehlung aus dem letzten Dezember, das heißt, das ist der einzige, den ich schon einmal auf meinem Kanal gezeigt habe, nämlich ein Frühling in Tschernobyl. Das möchte ich euch nochmal nahelegen, vor allem wegen der Zeichnungen, aber auch wegen der Thematik, die er, finde ich, auf eine ganz, ganz tolle Art behandelt. Er verurteilt jetzt niemanden, er gibt nicht die Schuld den Politikern oder dergleichen, sondern er berichtet wirklich nur aus seiner Sicht, also sowohl wie er das halt damals so ein bisschen mitgekriegt hat als junger Mensch, ich glaube, oder sogar als wirklicher Junge, im Fernsehen und dergleichen und wie er jetzt die Möglichkeit bekommt, eben in die Zone zu reisen. Und die Zeichnungen sind atemberaubend. Zum Großteil ist es halt so ein gedrücktes Sepia, aber manchmal kommen dann halt farbige Zeichnungen mit rein und es ist eine ganz, ganz wunderbare Art. Es ist alles sehr realistisch, vor allem Gebäude vermag er wunderbar wiederzugeben. Ich kann eigentlich nur schwärmen von den Zeichnungen und auch die Erzählweise gefiel mir sehr gut. Damals war ich vor allem beeindruckt von den ersten Zitaten, die er herbringt. Die sind nämlich aus Svetlana Alexejewitschs Tschernobyl, was ich ja inzwischen auch gelesen habe. Und das war alles im Großen und Ganzen ein wunderbares Werk und sein Geld auch wirklich wert. Ich weiß, es ist ein bisschen viel, es sind 30 Euro für diese gebundene Ausgabe. Und ganz, ganz toll, wirklich, kann ich euch nur nahelegen. Und zum Abschluss möchte ich euch heute noch Pretty Deadly vorstellen. Auch das ist erst die erste Volume und es gibt aber, glaube ich, schon weitere. Das hier würde ich so als Fantasy-Western mit sehr düsterer Atmosphäre bezeichnen. Also einer der Protagonistinnen ist zum Beispiel die Tochter des Todes. Und aber auch alle anderen sind jetzt nicht gerade niedliche kleine rosa Wollknäule, sondern das ist alles recht drückend. Die Geschichte in dieser ersten Volume fühlt sich schon sehr rund an. Also es gibt quasi einen Abschluss, natürlich auch die Möglichkeit, es weiterzuerzählen. Ich weiß aber nicht, ob die Protagonisten dann eventuell nochmal wechseln. Auf jeden Fall mag ich es sehr, dass man hier halt nicht irgendwie mit einem Cliffhanger am Ende übrig gelassen wird, sondern es ist an sich erstmal abgeschlossen. Auch die Zeichnungen gefallen mir sehr, sehr gut. Es ist halt, wie gesagt, so ein bisschen düster, was mir immer sehr gut gefällt. Manchmal haben sie eine ganz interessante Panel-Anordnung, was immer mal eine schöne Abwechslung ist. Und ich mag das eigentlich nicht, wenn Comics einfach so aufgebaut sind wie von links nach rechts und dann mal ein großes Panel und dann eigentlich wieder von links nach rechts, sondern sie haben immer mal ein bisschen was Besonderes. Aber an der Stelle muss ich immer sagen, es gibt ganz wenige Panel, da sehe ich nicht, was da dargestellt werden sollte. Also wirklich, da konnte ich es nicht erkennen. Also ich blende euch hier mal was ein. Natürlich
ist es jetzt nur dieses eine Panel. Es gibt noch ein bisschen was drumherum, aber ich weiß wirklich nicht, was das sein soll. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Es kommt nicht sehr oft vor, ist mir aber aufgefallen. Deswegen kann ich halt den Zeichnungen jetzt nicht 10 von 10 Punkten geben, aber es gefiel mir sehr gut. Eine Sache, die ich hier nochmal am Rande erwähnen wollte, es ist sehr selten, dass es ein komplett weibliches Comic-Team gibt. Also inzwischen wird es zwar schon häufiger, aber das wollte ich nochmal hervorheben. Und hier hat mich halt vor allem so diese Stimmung begeistert. Das ist etwas sehr Erwachsenes, es wirkt nicht wie irgendwelche bunten Comic-Helden, sondern wir haben eine drückende Stimmung, wir haben auch manchmal so moralisch fragwürdige Entscheidungen, die mir sehr, sehr gut gefielen. Und insofern etwas für euch, wenn ihr zwar trotzdem einen gewissen Action-Plot wollt, also passiert immer was und es ist auch jetzt nicht gerade harmlos, aber wenn es halt auch nicht ganz so lockerflockig sein soll, wie zum Beispiel Red Greens. Okay, das waren die 5 Empfehlungen, die ich euch heute mitgeben wollte. Meine Liste an Wunschcomics ist noch sehr, sehr lang, aber ihr könnt mir trotzdem gerne etwas empfehlen, wenn ihr was loswerden möchtet. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.